Hier ist wieder Plain Brown, heute mit einer neuen Let's Play-Folge. Heute mit dem Ford Focus ST aus dem Jahre 2022. Eigentlich müsste ich den Ford STX nennen, aber ich glaube, ich muss den wirklich Ford Focus ST nennen. Aber ihr kommt jetzt so ein bisschen den Grund, was. Wieso? Wir haben hier den Ford Focus ST bekommen aus der vierten, ich glaube, vierten Focus-Generation, ersten, zweiten, dritten. Vierten. Müsste Ford Focus Nummer 4 sein. Ja. Der vierten Focus-Generation. Und das ist auch die erste Focus-Generation, wo es kein RS-Modell gibt. Dementsprechend schade. Aber den ST gibt es noch. So. Manche sagen, das ist auch kein richtiger ST, weil es gibt ja noch ST-Line. Das, ja. Aber das ist ein echter ST. Für mich. So. Und wieso? Ford Focus ST. X. So, ich bin jetzt hier auf Wikipedia. Ich werde auch Ausstattungsvarianten. Und hier ist nichts von Ford Focus STX. Nichts. Ich war sogar auf der Ford-Seite. Und da war ja vom STX, vom Ford Focus STX auch was geschrieben. Aber in den technischen Angaben gibt's den Ford Focus STX in den technischen Angaben bei Ford. Und da werden wir uns so ein bisschen eher dran halten, was so die technischen Daten eingibt. Offizielle von Ford. Die ganz offiziellen kommt auch aus Wikipedia. So. Die Abmessungen und Größen beziehen sich dann auf den STX. Aber wir gehen jetzt mal zu den technischen Daten. Ich habe gesagt, ich habe die. So, unter der Haube haben wir einen 2,3 Liter Vierzylinder Eco Boost Motor. Ja, Eco Boost. Der Schreckgespenst aller Leute. Und der leistet 206 kW, also umgerechnet 280 PS. Und diese 280 PS bringt er auf die Vorderachse. Und das sind quasi auf die Vorderachse und das Drehmoment von 420 Newtonmeter als Schalter. Stopp, play. Wie jetzt? Als Schalter? Ja, als Schalter bringt er 420 Newtonmeter auf die Vorderachse. Mit dem Automatikgetriebe bringt er nur 415 Newtonmeter auf die Vorderachse. So. Gut, das haben wir schon gesagt. Erledigt. Nur auf die Vorderachse. Ich habe ja gesagt, Frontantrieb. Ja, Vorderachse. Alles nur auf die Vorderachse angetrieben. So, dementsprechend wiegt der Wagen leer 1512 Kilogramm oder mit dem Automatikgetriebe 1529 Kilogramm. Jo, das ist schon ein gutes Gewicht, was wir ja haben. Und ich merke gerade was. Leergewicht und Zuladung. Aber ich habe das Leergewicht vorgelesen, zum Glück. So, wir gehen weiter in Thema Top Speed von 0 auf 100. Top Speed liegt bei 250 km/h. Ich gehe davon ganz klar vor davon aus, abgeregelt. Wenn ich mal gucke. Aber ab 250 km/h ist der Wagen abgeregelt. Davon gehe ich jetzt eher aus. Da ist jetzt hier kein Sternchen oder so, wo abgeregelt oder so noch drin steht. Von 0 auf 100 hechtet der Wagen in 5,7 Sekunden als Schalter. Mit Schaltgetriebe. Mit dem 7-Gang-Automatikgetriebe hechtet er von 0 auf 100 in 6 Sekunden. Offizielle Angaben von Ford. Das sind offizielle Angaben von Ford. Er ist als Schalter schneller als mit Automatik. Das ist sehr interessant zu wissen. Und jetzt komme ich so langsam den Grund, was ich habe. Bei den Größen und Abmessungen wird er mir hier als STX, also Ford Focus STX, bei Ford angegeben. Aber wir gehen mal ein bisschen zur Zusatzausstattung, was ein Ford Focus STX eigentlich noch hat. Und mal gucken.
Ich bin jetzt hier sogar selber bei Ford. Geh mal an den Fokus. Wo ist er denn? Aber es ist die 2023er. Was gibt es denn an Zubehör? Die Zubehörsicht wollte ich nicht wissen. Früher gab es. Ich war glücklich, dass es früher Prospekte gab. Und da gab es quasi ActiveX, STX-Line, ST-Line-X. So, wir haben den STX, also den Ford Focus STX. Und da gibt es 19 Zoll Felgen. Das Spoiler in Wagenfarbe lackiert haben wir auch. Also, ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber dementsprechend Wagenfarbe lackiert. So, wir steigen ein. Wir haben ja auch die 18 Zoll Felgen, Doppelrohr, ST-Design und halt, jetzt bin ich doch falsch. Wir haben sogar einen Schalter. Also, wir haben hier den schnelleren Ford STX, Ford Focus STX. Und wir gehen mal herum. Ja, das haben wir auch. Doppelrohr und Topf und so. Und wir gehen hier vorne rein. So. Und ich sag mal so, es sieht alles gemütlich aus. Wir haben voll virtuell Cockpit, also virtuelles Display und Selbstgangsschaltgetriebe und ein Handbremsknüppel. Also Schalter. Kein Knüppel. Ja, also eigentlich sieht alles schön aus, dementsprechend, jo. Typisch Ford eben. Was aber nicht sofort like ist, ist für mich. Ja. Ich will rauf. So. Oder so. Wir steigen mal aus und ja. Wir machen wieder die Tür zu und ja, wir gehen mal nochmal ein bisschen weiter in die Ausstattungsliste. Dann gibt es ja die STX Edition. Zusätzlich zu STX, also die STX Edition, wir haben einen normalen Ford Focus STX. Und bei der STX Edition haben wir Außenspiegel in schwarz lackiert, haben wir nicht. Lackierung des Dachs in Kontrastfarbe schwarz, haben wir auch nicht. Dashboiler in schwarz lackiert, groß, auch nicht. Seitenbad, ja, also wie jetzt sagen wir so, wir haben einiges nicht. Ford Performance Edel Stahl, Gewindefahrwerk haben wir auch nicht drin. Und Ford Performance 18 Zoll Brembo 4 Kolben Feststell. Festsattelbremse vorne haben wir auch nicht. Eine ganz normale 2-Kolben-Bremsanlage. Faustsattel. Also, diese Extras haben wir nicht. Also, wir haben nicht die Performance-Extras und so. Aber ja, dann gab es ja noch äußerliche Extras wie andere Felgen und so. Und dementsprechend ist er dann sportlicher, der Ford Focus STX. Ja, und er ist eigentlich ganz cool. Und wir können ja kurz mal ins Tuning reingucken. Wir werden ja sowieso, wir können uns designerisch schon ein bisschen. Wir haben Maxton Design-Teile. Und ich muss schon sagen, die gefallen mir schon. Aber. Und da ist das Ford-Logo oben, weil ein bisschen angelehnt vom Vorgängermodell. Da haben wir das da. Ja. Wir haben das da. Also wir könnten. Das verbessert sogar auch. Okay. Wir haben auch andere Haube. Und Schweller. Aber wir fahren jetzt erstmal auf die Teststrecken-Runde und wollen sehen, was der 280 PS stark Ford Focus STX kann. Also, da ist hier nur Ford Focus ST und der STX ist quasi eigentlich ein Zusatzname, fast glaube ich nur noch geworden. Aber ja, mit ein bisschen mehr Extras, aber ja. Also, wenn ihr genauere Infos habt, könnt ihr ja gerne schreiben, für was das X jetzt zusätzlich steht. Für mich ist es immer noch ein Ford Focus ST. Einer hat erzählt, das wäre jetzt nicht ganz ein echter ST mehr. Ich sage, für mich ist es noch ein echter ST, weil es noch kein ST-Line. Den gibt es auch mit einem Dieselmotor, der V-Focus ST. Und ja, dementsprechend geht es jetzt ab auf die Teststrecke. Wir wollen ein paar flotte Runden fahren und schauen mal, wie schnell er ist auf unserer Teststrecke. Und aber die Franzosen, ich sage mal so, es vergleiche den immer mit dem Renault Megane. Ist ja auch der eigentliche Konkurrent des Ford Focus STX. Und ja, der schnellste Serienfronttriebler im Serienzustand ist der Mini Cooper Jean Cooper Works GP.
den wir gefahren haben, der hält hier die Rundenrekordzeit für frontangetriebene Fahrzeuge auf meiner Teststrecke für Serienfahrzeuge. Für uns Straßen zugelassen. Wieso ist denn so sehr mit den französischen Autos vergleiche ich älter, den Megane 4 RS und den Megane 3 RS und den Megane R26R, weil die auch Straßen zugelassen sind und die ältesten eigentlich hier im Spiel sind und die sind hier die flottesten, sagen wir mal so. Also, abgesehen jetzt von den für die Rennstreckenorientierten Fahrzeugen ist der Megane 3 RS und der Megane 4 RS eher die interessantesten Rundenzeiten, weil mit dem muss er sich ja messen. Mit den beiden. Und die, mit denen halten nicht so viele mit. Auch wenn die ältesten hier im Spiel sind, vom Handling und Performance her. Und in der heutigen Zeit ist es immer noch heute so, dass die aktuellen Fokusmodelle nicht ganz mithalten können. So, wir haben einen flotten Start und der Wagen bringt seine Leistung gut auf die Straße. Wir haben volles virtuelles Cockpit, also nicht so virtuell, wir haben digital alles und wie beim Fiesta. Wird aber für mich auch eine Premiere sein, den Fiesta hier zu fahren, weil mit 3 Zylindern haben wir schon lange keinen neuen Fiesta bekommen und wir haben keinen Fiesta mit 3 Zylindern im Spiel die ganze Zeit gehabt. Wir haben die letzte Generation Ford Fiesta ST gehabt und die allerletzte Generation mit dem 4-Zylinder-Motor gehabt, bevor es dann auf den 3-Zylinder EcoBoost ging, später bei Ford. Und den haben wir nie reinbekommen. Jetzt haben wir den reinbekommen in Forza Horizon und es wird interessant, wie er sich fährt. Der Fiesta STX. Aber hier haben wir den Ford Focus STX und der ist heute mal im Mittelpunkt. Wir werden auch noch Let's Play Folgen mit dem Ford Mustang machen, mit dem aktuellen und mit dem Dark Horse, weil den Dark Horse haben wir auch und ich habe gemerkt, ich habe noch keine Let's Play Folgen mit dem Dark Horse gemacht und mit dem normalen Mustang nicht. Also dementsprechend müssen wir das noch machen. Und ich muss schon sagen, wir haben jetzt diesmal abgesehen, ja, wir haben nicht alle Fokus-Generationen, oder? Wir haben, und man muss halt, ja, wir haben nicht alle ST, Ford Focus ST-Modelle im Spiel bekommen gehabt. Wir haben den Ford Focus ST ja im Spiel mal gehabt, aber in Horizon 3, den Ford Focus, den ST, der dritten Fokus-Generation, aber von den Vorgängergenerationen, die ST-Modelle, hatten wir, glaube ich, nie in Horizon gehabt. Wir hatten bislang nur die RS-Modelle und weil Ford ja hier die vierte Generation Focus kein RS-Modell mehr hat, ist es schon traurig für manche, dass es halt kein RS-Modell von dem gibt, mit Allradantrieb und so. Sorry für den Husten. Aber den hatte ich irgendwie heute. Und dementsprechend weiß ich nicht, wo ich den her habe. So, und jetzt geht's wieder flott um die Kurve. Ich bin mal gespannt, was er für eine Rundenzeit brennt, der Wagen hier. Weil die Renaults waren sehr flott unterwegs gewesen. Ja, wir müssen jetzt noch schneller fahren können. Ich muss eine Sache loswerden zu dem EcoBoost-Motor. Sie haben 2,3 Liter Motor, also da deutlich mehr Hubraum. Wenn ich jetzt überlege, was andere Hersteller machen. Renault ist ja mit Downsizing gekommen, also die haben weniger Hub.
Hubraum, also viele sind auf weniger Hubraum gegangen. Ford ist hier sogar auf mehr Hubraum gegangen, auf 2,3 Liter. Und das macht hier keinen Abbruch. Also. So. Und was haben wir für eine Rundenzeit? Eine Minute 3813. Und ich muss uns sagen, der Focus aus 22, der ST, er ist sehr sportlich unterwegs. Also ich muss wirklich gut absagen. Es war für mich bislang der sportlichste Hot, Super Hot Hatch jetzt, den ich jetzt gefahren habe. Ich glaube, hast du den Focus RS auch noch gehabt hier auf der Teststrecke? Müsste ich jetzt mal gucken. Aber für mich war das halt das sportlichste Fahrzeug für mich persönlich gewesen, was ich jetzt hier mit Frontantrieb gefahren habe. Neben den französischen Modellen von Renault. Und ich muss schon sagen, hat richtig viel Spaß gemacht. Was mich so ein bisschen auffiel, ist in den Kurven. Er zog sich schon in die Kurven hinein. Aber wenn ich jetzt so Renault Megane RS, den Megane 3 und den Megane 4 so ranziehe, habe ich bei den Megane-Modellen das Gefühl gehabt, er zieht sich mehr in die Kurve hinein. Beim Focus ST, er zieht sich irgendwie schon in die Kurve hinein, aber komplett unspektakulär, also deutlich unspektakulärer wie die Renault-Modelle. Der Renault Megane RS, die vierten Generation, also Megane 4 und der Megane 3 RS, die beiden RS-Modelle, die ziehen sich noch so ein bisschen in die Kurve hinein. Er so, noch dich noch richtig rein. Er hier so, er macht so ein bisschen dezent, zieht er sich in die Kurve rein. Hast nicht so das Gefühl, er geht gut. Also er geht gut schon um die Kurve, hast nicht das Gefühl, er will noch mehr in die Kurve reinziehen. Er ist so vom Fahrgefühl so ein bisschen sehr zurückhaltend. Und wenn du aus der Kurve raus beschleunigst, dann macht er aber Kraft. Also da lässt er die Kraft wirklich frei. Und du merkst die 2,3 Liter Hubraum und die 280 PS, die er da leistet. Er leistet ja 5 Newtonmeter mehr mit Automatik, also mit dem Schaltgetriebe, leistet er 5 Newtonmeter mehr. An dem Moment, das merkt man ja eigentlich gar nicht. Aber er ist sehr flott. Also er kommt sehr flott aus den Kurven. Kannst du es gut und ordentlich flott raus beschleunigen und der Motor hat ordentlich Durchzug. Also es muss sagen, der Motor hat Kraft. Er hat wirklich die Kraft, die er braucht. Also er macht insgesamt einen guten Fahreindruck. So schwachstellenmäßig würde ich jetzt ein bisschen die Bremse nennen, weil da packt er nicht so kräftig zu. Er packt gut zu, aber es ist für seine Verhältnissen okay. Wenn ich halt die Megane-Modelle, Renault Megane und so, sind sie auch auf dem Level. Aber wenn du richtig ans Limit gehst, hat er so ein bisschen das Problem, dass er wirklich runterkommt vom Tempo. Sozusagen, die Bremse hätte ein Ticken besser sein können vom Focus STX. So, wir machen jetzt einen Top-Speed-Test. Und jo, den machen wir und wir fahren einen der neuen Strecken dann noch nebenbei. Top-Speed-Test und dann ein bisschen Tuning. Wir machen einen Test wie auf deutscher Autobahn. Wir fahren auf die deutsche Autobahn drauf, wir geben Gas und ja, schauen wir mal, wie der sich bei höheren Geschwindigkeiten sich verhält und ob der Motor auch genügend Durchzug hat, weil der ist irgendwie sehr kraftvoll mit seinen 420 Newtonmeter. Und da kann ich eigentlich auch nicht meckern. Und wir schauen mal. Ich habe gesagt, er ist kraftvoll. Dass er ab. Man merkt aber, der hat Kraft. Der hat die Kraft. Ich muss wirklich schalten. Weil ab 7000 hat er irgendwie keinen Bock mehr so, Leistung zu bringen. Nee, du merkst deutlich, dass er Hubraum hat. Dass der gegenüber anderen Fahrzeugen der sportlichen Hot Hatches, 2 Liter Hubraum haben die meisten, aber hier mit 2,3 Liter Hubraum und 200 gepaart mit den 280 PS
ist er gar nicht langsam. Er macht Bock. Und die Topspeed von 250 kann ich top bestätigen. Die packt er sogar aus eigener Kraft. Wenn ich halt den Megane 4 RS vergleiche, der Megane 4 RS, der tut sich langsam bei 200 km sehr schwer. Über 200 km weiter herausbeschleunigen, tut sich schwerer. Er hier beschleunigt noch, sogar noch mühelos noch, über 200 km immer noch. Beschleunigt er noch bei 200 km, über 200 km noch, beschleunigt er noch mühelos heraus. Also dass er flotter, deutlich zügiger werden kann als 200 km, hast du bei dem Focus hier das bessere Gefühl. Und bei Megane 4S hast du ab 200 km das Gefühl, er kann nicht mehr. Und hier hast du das Gefühl, er kann immer noch. Also er kann noch. Also da muss ich erstmal positiv was sagen. Hier ist der ST am positivsten. Überrascht mich auch am positivsten in dem Bereich. So. Dementsprechend ab nach Hause. Wir gehen ins Tuning und schauen mal, was wir so machen können. Mit dem Focus ST. Weil wir wissen ja, Äußerlichkeiten können wir ja eigentlich machen. Und farbentechnisch. Weil farbentechnisch in Rot, ja, ist ja schön, aber wir gucken mal. Gibt es in Rot, gibt den in Schwarz, gibt den in Weiß, gibt den in diesem Grau. Gibt den in diesem Grün und das Grün gefällt mir. Das lassen wir. Also, wir machen das Grün drauf. In Grün gefällt mir der Focus STX mehr. Keine Ahnung, irgendwie hat das Grün was. Bei den Vorgängermodellen, da weiß ich nicht, da ist es erst blau. Und bei dem dritten Generation, zweite Generation Focus, es ist das Orange. Ganz klar, so. Wir gehen ins Tuning rein und schauen mal, was wir so machen können. Wir könnten... Ja, Turbo Rally mehr nicht. Ja gut, da floppt er jetzt für mich, also... Da hat richtig... Wir können ihn auf Hinterradantrieb umbauen. Würde ihn sogar deutlich verbessern. Na gut. Oder wir könnten auf Allrad gehen. Aber wir bleiben beim Frontantrieb. Ja, ist gesagt, wir haben Design-Elemente und wir machen heute ein bisschen sportlicher. Wir haben Sportreifen, okay. Sportreifen hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber... Gut, wir machen das hier, Semi. So, wir machen 2,35, 5,3, gut, 19 Zoll. Wir müssen eigentlich 18 Zoll haben, okay. Machen einfach die breitesten Galossis drauf. Und bei Thema Felgen. Ich meine, wir hätten vom... Wir haben ähnliche Felgen, die gibt es auch bei dem. Und das sind die hier, glaube ich. Ich gucke jetzt nach Felgen, weil da gibt es auch leichtere Felgen für den Focus Original. Weil vom Design her sind die... Sind mehr Speichen. Ja, wir haben wieder das Thema Felgen. Plane und Felgen. Gesagt, vom Design her. Gehen die Felgen deutlich eher von dem Design? Von dem STX Edition? Die Line STX Edition? Die Felgen? Ich muss mal gucken. Ja, die gehen nochmal. Aber wenn du halt vom Design gehst. So, wir haben jetzt die Felgen geguckt, also wir warten mal, bis ich mir irgendwelche Felgen gefunden habe. Die Originalen von Ford am ähnlichsten aussehen. Eigentlich die. Da hänge ich wieder dran. Ja.
Weil die jetzt das ähnliche Design haben wie meine Felgen von Megane. Also von meinem Megane S, die Kapf, also Trophy-Felgen. Aber wahrscheinlich so zu sein, dass wir. Die kommen von den Designs schon sehr nah heran. Also was man mit Felgen also alles machen kann. Na, die finde ich auch geil, diese OZ. Oh, die Form ist total abgefahren. Ja, die, ja, die Rudi-Form, die holen mich fast schon ab. Ein paar, einige Speichen weniger. Von den Speichenanzahl wäre die in Ordnung. Wenn die so viele Speichen hätte, die Rotiform, dann hätte ich die, genau wie diese jetzt, hätte ich die Rotiform genommen. Aber wir gehen doch wohl auf diese nicht 5 zeigen. Diese Advance. Advance sehen ja auch. Haben auch, ja, die Advance gehen auch die, in die Richtung. Jo, wir gehen auf die Advance-Felgen. Und 18 Kilo weniger Gewicht. Also wir haben ein bisschen per Performance. So. Ja. Und die Advance hier. Viele werden sich jetzt sagen, wieso gehst du auf diese. Ja, am ähnlichsten, aber die haben ein paar Speichen zu wenig. Wie gesagt, wenn die ein paar Speichen mehr haben, hätte ich jetzt auch nichts gesagt. So, wir gehen auf ein Renngetriebe. Renndiff brauchen wir nicht. Renndiff rein. Nein. Also, wenn Plane im Tuning-Menü und Felgen aus. Das kann dauern. So, machen. Das rein. Also. Und jetzt, Ju. Ju. Jetzt habe ich jetzt, ja, das habe ich jetzt nicht bedacht. Felgen habe ich jetzt schon bedacht, aber wenn die jetzt länger anschaut, gefallen sie mir immer weniger. Nochmal. Wie gesagt, Felgenauswahl ist wirklich. Da kannst du dich wirklich suchen, wie du willst. Also, bis du da wirklich eine Felge hast, die wirklich zu dem Wagen passt oder dir gefällt. Nur die Dynamics nehmen wir die. Die geht in die richtige Richtung. So. Ja. Also muss ich jetzt sagen, die Dynamics sind doch die richtige Wahl. So, wir könnten noch ein Ticken. Jetzt sage ich mal, wir machen die Anbauteile dran. Wir haben verschiedene. Wir könnten richtig auf Krawall gehen. Wir machen es dezent. Machen es dezenter. Machen das. Das aber machen wir drauf.
Haben wir noch ein bisschen mehr Abtrieb auf den Hinterachse? Also das sch jetzt scheppert der scheppert, also wow. Wie gesagt, es wird so mehr RS-like, so könnte man so sich jetzt einen späteren RS vorstellen. Ein Ford sich doch überlegt, doch ein RS rauszubringen. So, Bremse haben wir schon, Fahrwerk haben wir, ja, Fahrwerk und Strom. So, am Fahren, wir machen, lassen, also Verstärkung machen wir rein. Gewicht senken. Und hat 18 Kilo, das reicht. Haben schon gesagt, so. Ah, 800, wie viel PS haben wir? Es habt jetzt sie. Wow, 319 PS, also fast 320, also mehr will ich auch nicht machen. Das reicht eigentlich. Eigentlich reicht das. Der hat sogar 800 glatt jetzt gekriegt. So, dementsprechend gehen wir kurz auf die Rennstrecke, machen da ein paar Runden und dann auf die andere Strecke der neuen Strecke. Machen uns da vertraut. Vom Tuning her, dass wir so ein bisschen mal schauen, wie er sich fährt. Es sind jetzt 40 PS mehr. Plus das Design ist. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja nur Frontantrieb. Der gehört ja zu den Super Hot Hatches und ja. Also, ich bin mal jetzt gespannt. Jo, das scheppert richtig. Bei der Felge kann man sich noch streiten, aber von der Weichenanzahl, ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viel die Originalfelge hat von STX Edition. Weiß jetzt nicht. Aber von der Speichenanzahl können sie hinhauen. Oh, fertig schon sportlicher. Thank you.
mehrmals eingestellt jetzt zu haben, was richtig, einfach nur 0815 schauen, was passiert. Das ist ja gar nicht verkehrt. Ich habe das Gefühl, es ist krass spät. Ein bisschen zu. So, nochmal. So, hier ist doch. So. Also, es muss schon sagen: krasse Performance. Mit dem Fokus. Bisschen Setup-Feinabstimmung jetzt und dann könnt. Ja. Fahndertyp sehe ich bei dem also. 320 PS gehen voll in Ordnung. Bisschen weniger Luftdruck, so war das Gefühl. Na gut, der beschleunigt jetzt schlechter, aber. Mit Gipfelübersetzung geht es. Bisschen weniger Sturz einfach. Ein bisschen weniger. Mutig sein. Gut zur Lücke. Vorne kann es weicher sein. Hinten könnte es passen. Ja, ein bisschen. Ja. Heck weich. Ja, Heck kann weicher. Front. Kann ein bisschen weicher sein. Diff, so. Er sperrt wenig, also. Das und dann haben wir. Mal schauen. Schauen wir mal, wir sperren mehr dafür und dann müsste es passen. Und fahren jetzt als letztes Rennen eine neue Strecke und dann sind 40 Minuten Overtime, die wir dann gemacht haben. So. Wir fahren die neue Strecke, schauen mal, wie die ist. Wir haben sie jetzt auch noch nicht selbst gefahren. Also das habe sie noch nie im Livestream gefahren, aber jetzt fahren wir sie. Mit ein paar interessanten Optimierungen am Wagen. Die Übersetzung habe ich ausnahmsweise mal gelassen, weil die für mich so passend ist. 280, noch schneller will ich eigentlich nicht mit dem Wagen nicht gehen. Sehe ich ja auch nicht. Wir haben vorne wahrscheinlich ein bisschen Abtrieb, meine Flaps wahrscheinlich. Aber dass wir hinten dann mehr Anpressdruck haben, der hat jetzt so eine leichte Konfiguration mit hinten. Also ein bisschen hinten tiefer. Kann aber auch Panne sein. Wir warten ab. So ein bisschen mit der Gewichtsverlagerung gespielt. Ja, jetzt kriegt er die Leistung besser auf die Straße. Wow. Ja.
Strecke habe ich jetzt auch nie gefahren, noch nicht gefahren, wird für mich das erste Mal sein. Die Kurve richtig gut genommen. Das ist richtig gut genommen. Also jetzt habe ich so eine Art gefährliche Doppelkurve. Na, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier kommt doch zu viel Kraft an. Da sperrt er doch, weil der Unterschied doch größer ist dann wieder. Ich habe gesagt, ich mache nur Verstärkung rein. Das war glaube ich sogar nur gut, weil er kann noch. Ja, hat das Problem weniger jetzt. Wow, der hat jetzt richtig reingezogen jetzt in die Kurve. Das war ein sehr gefühltes Reinziehen. Das war jetzt krasses. Das war ein sehr zackiges Einlenkfahren, gerade in der einen Kurve. Geben wieder aus Gas. Er kriegt die Power auf die Leistung, hat trotzdem Wheelspin. Nicht für die Strecke. Und durchs Ziel. Also die Strecke gefällt mir von dem Fahren her. Für die Position. Und das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er doch gut ist, der Wagen. Dementsprechend springen wir jetzt auf die Teststreckentabelle und schauen mal, wo er sich im Zen-Zustand sich positioniert hat. Also bis gleich auf der Teststreckentabelle. Und auf der Teststreckentabelle angekommen für den Ford Focus STX mit der 1:39 ist er. Ich muss schon sagen, ich gucke auf die Tabelle, so schau erstmal nach oben und denk so, halt, ich sehe doch nur, also von den wenigen Frontgetriebenen sah es plötzlich nur den Mini da ganz oben und das alles andere ist ja fast schon ja Rennwagen. Wenn ich unten gucke, bin ich erstmal beeindruckt, was der so kann. Und ja, er schlägt den Renault Megane, er ist aus 2018, den Renault Megane, R26R schlägt er auch. Also, das ist eine Sensation. Schon eine kleine Sensation von dem Wagen. Und ich muss schon sagen, er schlägt sogar, ich muss es sogar sagen, aus eigenem Hause, den Ford Mustang GT aus 2024, den aktuellen Ford Mustang, schlägt er auch. Hat über 100 PS weniger, aber er ist flotter als ein Ford Mustang GT. Weil der Ford Mustang GT hat bei unserer schnellen Runde 1:05.2 gefahren und beim Focus, Ford Focus ST 1:03.9. Also der hat mit seinem Frontantrieb ja einen richtig rausgehauen und ich habe ja gesagt, auch manchmal, nicht immer, also bislang war ganz am Anfang, als wir uns die Tabelle gemacht haben, war es so, da hat der Leistungsindex gepasst. Aber hier, jetzt nach einer gewissen Zeit, sollte man den Fahrtleistungsindex nicht mehr so ernst nehmen bei Forza, weil A707 und hat der Focus und A739 hat der Mustang GT. Und eigentlich müsste der Mustang der bessere Wagen sein in sowas, aber nö, er packt es nicht einmal. Und dementsprechend, mit dieser Erkenntnis,
sag's adios, amigos, und bis zur nächsten Let's Play-Folge.